Puerto Casado, wo der Chaco beginnt. Zumindest für uns, denn wir sind am Tag vorher von Preseros nach Puerto Casado gekommen, haben uns eine Hospedache genommen und sind am nächsten Morgen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang in dieser Natur aufgewacht. Marapicua y Potapé, Niña ña Wisendive, ahí se sembo pa de seba, de Lerovia y Wica Eva, Xereya, calle verde. Cristiano y de pande, le lluva tu mundo verde, vengo a que bote sale, pedate mi se guataná. Se cambia otro y quiere, se pensaba cuando y quiere, ay me voce señora. In dem schönen kleinen, vielleicht leicht verschlafenen Städtchen Puerto Casado haben wir uns dann noch eingedeckt mit etwas Obst, Mandarinen, Bananen, Wasser und uns auf nach Philadelphia gemacht. Das waren um die 220 Kilometer, natürlich Erdweg, wie wir es mögen. Und wir hatten von einem Freund aus Philadelphia schon die Route durchgegeben bekommen. Da gibt es nämlich zwei Optionen und die eine ist besonders schön, die haben wir genommen. Ja, das gerade eben war ein Loch mit einem Stecken drin, dass man da nicht reinkachelt. Das ist die alte Parallelstraße, beziehungsweise die alte Straße, die jetzt eine Parallelstraße ist zur offiziellen und die wir mit viel, viel Freude entlang gefahren sind. Die Wasserflasche. Wir hatten ja insgesamt 6 Liter Wasser dabei. Ich hatte 2 Liter in meinem Brustbeutelchen vorne dranhängen, was ziemlich unbequem ist. Nico hatte 2 Flaschen hinten drauf geklemmt und bei den ganzen Hoppeln war auf einmal eine verschwunden. Wir mussten also umdrehen und sie suchen und tada, da ist sie. Da liegt sie. Hack und zack. Ja, und dann wird sie wieder neu festgemacht, in der Hoffnung, dass sie dann die nächsten Hubbel überlebt und drauf bleibt und nicht wieder den Abflug macht in die Botanik. Also um genau zu sein, hat Nico jetzt einfach nur noch eine Wasserflasche hinten drauf gehabt und ich habe die zweite Wasserflasche vorne in meinem Brustbeutelchen dazu genommen, hatte jetzt also 4 Kilogramm vorne dran baumeln und kam mir vor wie eine Känguru-Mama. Oder wie ein dicker Wassersack. Jetzt hier, schaut euch diese Brücke an. Da fährt man lieber langsam und konzentriert rüber, weil wenn man die falsche Spur nimmt, landet man in der Ritze und legt sich flach. Und das will man natürlich vermeiden. Ja, und obwohl der Weg eigentlich größtenteils nur geradeaus ging, ist er unfassbar abwechslungsreich gewesen. Wahnsinnig schön, zu beiden Seiten. Und später kommen dann noch die ganzen Vögel und Tiere dazu, die wir gesehen haben. Aber im Augenblick ist es einfach nur das Gefühl von Weite, Freiheit und Freude an der Natur. Die Wasserflasche.
Ja, Petra hat mich aufmerksam gemacht übers Intercom, dass die schon wieder auf 7:30 hängt. Also habe ich es korrigiert und Petra gibt dann zusätzlich noch eine gestische Anweisung. Mañana llegan los rayos del sol, a nuestra dicha con su luz a reflejar. Ja, ab und zu mussten wir dann ausweichen, rechts den Büschen oder den Bäumchen, die da standen. Weil wenn man da reinkachelt oder beziehungsweise an denen vorbeizischt und denkt, ja, ist ja nicht so wild, und die erwischen einen, dann gibt es einen ordentlichen Peitschenhieb. Cuánto te quiero, Paraguaya, mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. Ja, und das war eins der Fahrzeuge, die wir gesehen haben. Die sind wenigstens diebstahlsicher. Und natürlich wird ein Foto gemacht. Oh, oh, oh. Wir haben so oft uns nebenher gefreut über diesen schönen Weg, über diese schöne Strecke und innerlich an unseren Freund gedacht, der uns diese Strecke empfohlen hat. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, lieber Robert. Aber was ist denn das? Eine Schranke? Prohibida la entrada. Eintritt verboten? Ja, wieso denn das? Das ist ja blöd. Wir dachten, wir könnten diese Strecke schön weiterfahren. Gucken wir mal, was auf uns zukommt. Nun, wie man sieht, war es gar kein Problem. Da kamen dann zwei gut bewaffnete Herren raus. Nico hat auf bestem Spanisch gefragt, ob wir passieren dürften. Wir wollten doch so gerne nach Philadelphia. Die haben gesagt, klar, gar kein Problem, haben sich die Nummernschilder notiert, haben noch uns gefragt, wer wir sind, haben uns durchgelassen und weiter ging's. Beste Spanisch, das war lustig. Jacobia Teshaga un pone un bucurine Haspe peinaika tu roje shayen de shevayemi Arolitetia e se conasomo cri Añandu y piro angataba y visere covemi Kaabu hanyu pona Cereza un bojor O pura genia Kna o mi vira Y maca tuoñe Y vaga ya ese Taipón y vana Y se falle y salua Nambu a suoñe Mombre viña gendú Juan niño azote y bambo piji ayú para ti unure e acete. Tetagua, mombre va seisa oiko, y ante masapu aqua yo mondo ho por eketa ike. Holland! Naja, so ganz neu sah der jetzt auch nicht mehr aus. Und nach der Erfahrung mit der Lokomotive von vorher wollte ich mich auch nicht reinsetzen. Ist es wunderschön? Wir dachten aber langsam, ist es Zeit, die Bananen zu essen und eine Pause zu machen, vielleicht auch einen Keks und ein bisschen Wasser zu trinken. Und wir haben einen Schattenplatz gesucht, denn es war doch ziemlich heiß. Es war um die Mittagszeit, wie man sieht. Die Sonne strahlt ziemlich direkt von oben runter. Aber
So richtig Schatten war da nicht zu finden. Es ist einer der vielen Strommasten, die Vögel haben, den sich als Wohnort eingerichtet. Und wie man sieht, der gibt Schatten. In Ermangelung eines Baumes haben wir uns also in den Schatten vom Strommasten gesetzt. Das einzige Problem war, die Sonne ist ziemlich schnell weitergegangen, wir mussten immer wieder nachrücken. Und ausgerechnet an dieser Stelle kam das einzige Auto des Tages vorbei. Wir mussten Platz machen. Ja, und ein- oder zweimal, das habe ich leider aber nicht auf Kamera, bin ich richtig in einen Vogelschwarm gekommen und musste sogar ein bisschen abbremsen, dass ich nicht irgendwann einen Vogel auf meiner Windschutzscheibe bzw. auf meinem Visier habe. Und das wollen wir natürlich nicht. Für mich nicht, aber besonders nicht für den Vogel. Abgesehen von der wunderschönen Pflanzenwelt links und rechts, dem besten Wetter, was man sich wünschen konnte, wurden wir auch reichlich beschenkt mit Vögeln. Naja, manchmal sind sie dann ein bisschen vor uns hergeflogen oder haben einen Schlenker nach links und dann nach rechts gemacht. Und manchmal haben sie auch ein bisschen gerufen. Mäh, mäh. Ansonsten ging es tatsächlich einfach ganz viel geradeaus und dann hat Nico noch was am Straßenrand entdeckt. Das ist der Kadaver eines verendeten Rindviechs, an dem schon ein Greifer dran rumschnabuliert hat. Der ist dann weggehoppelt, als er mich gesehen hat. Und als ich wieder fuhr, dann ist er wieder ran ans Buffet. Und wenn man Tiere dann live in der Natur liegen sieht, die verendet sind, die sehen irgendwie aus wie aufgeblasene Plüschtiere. Jo, die Straßen wurden langsam zivilisierter, will ich mal sagen. Oder die Zivilisation schien näher zu kommen. Und sogar ein Kreisverkehr. Mit diesem Kreisverkehr habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Und wie man gleich links an der Spur im Kreisverkehr sieht, hat da auch jemand anders mal nicht mit gerechnet. Hier ist es zu sehen. Was hat denn der gemacht? Man konnte ziemlich schnell fahren, so schnell eben wie unsere Mopeds es zugelassen haben, mehr oder weniger, was nicht super schnell ist. Aber die gingen wirklich schnurstracks geradeaus. Ja, noch mehr Staub auf der Linse. Na ja, gut, so ist es halt. Ich hätte sie ja auch putzen können, hab gar nicht dran gedacht. In Gang höher geschalten. Ja, hier sieht man, was möglich wäre, wenn unsere Motorräder es hergeben würden. Deswegen haben wir ein bisschen nachgeholfen, dass es ein bisschen spektakulärer aussieht. Super Speed. Und jetzt geht es kurz auf den Asphalt. Allerdings zum Glück nur kurz. Ach komm, Nico, gib mal Gas, das ist ein bisschen langweilig. Mach hinne, Junge! Ups, es war ein LKW. Jo, wir haben das mal wieder leicht beschleunigt, aber irgendwie fanden wir es halt trotzdem schön, auch einfach zu zeigen, oh, links, zu zeigen, wie schön geradeaus diese Wege sind. Und rechts, oder? Ja. Na, was sieht der Mann da auf seinem Moped? Jawohl, ein Baumwollfeld. In dieser Art das erste, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und wie wir dann später erfahren haben, ist die Qualität im Chaco, also die Qualität der Baumwolle, extrem gut, weil es so lange im Winter trocken bleibt und das wird sogar exportiert bis in die USA. Ja, jetzt wird ein Foto gemacht, aber was mich besonders daran irritiert an der Aufnahme ist, was für eine sehr seltsame Körperhaltung ich da habe. Natürlich alles nur fürs Foto. Also weiter geht's, wir waren schon gar nicht mehr weit entfernt von unserem Ziel Philadelphia und dann kam auf einmal Sand
Uiuiui, da hat mich fast mein Hinterrad überholt. Das war das erste Mal, da bin ich zugegebenermaßen etwas erschrocken, hab gebremst. Das ist natürlich ganz schlimm. Dann kam noch ein LKW, dann war die Staubwolke da und zack. Aber außer ein bisschen Kreischen und Quietschen von meiner Seite hat es eigentlich Spaß gemacht und es ging weiter. Und wir haben es geschafft, wir sind in Philadelphia. So, wir sind also in Philadelphia angekommen, haben erstmal einen Kaffee getrunken, waren beim Tourismusinformation, haben dann unser Zelt aufgeschlagen und zwar wo? Wo, Nico, wo? Am ersten Platz in Philadelphia, dem Hotel Florida. Hinterm Pool. Wir durften sogar den Pool benutzen, haben wir natürlich gleich gemacht. Dann waren wir das erste Mal in der Werkstatt Wiens, nicht zum letzten Mal, haben dort unsere Motorräder durchchecken lassen, auch ein bisschen modifizieren lassen, sind herzlich aufgenommen worden. Die haben sich Zeit für uns genommen, die haben super Arbeit geleistet und Nico ist mittlerweile Tereré-Fan. Hier, das ist ein Teil des Museums der Stadt, das ist die Naturkundeabteilung, da haben wir uns mal ein bisschen über die Tierwelt des Chacos informiert. Hier sieht man einige der ausgestopften Tiere, die es da gibt. Allerlei. Und die vier giftigen Schlangen. Wir haben keine davon getroffen auf unserer Fahrt. Das ist keine giftige Schlange. Das ist ein Moped. Meine große Liebe, die Flaschenbäume. Samu-U. Ja, das sind so richtig große, eigentlich wie so Baumwollknubbelwollpuschel, die dann schön im Wind geschwungen haben und hin und wieder wie Schneeflocken herunterkamen. Bis bald. Tschüss.